Kölner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Kölner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Kölner live. Ja, willkommen bei Kölner live an diesem Freitagabend und zum Ende der Woche haben wir eigentlich nochmal ein wirkliches Interview-Highlight. Johann Gudenus ist da, ehemaliger FPÖ-Clubobmann. Grüß Gott. Guten Abend, Herr Kölner. Herr Gudenus, Sie waren gestern beim Urschuss als dritter Zeuge geladen, relativ spät, bis in die Nacht hinein. Über 3 Stunden hat das Ganze gedauert. Wie haben Sie denn diese Ladung vor dem Urschuss erlebt gestern Abend? Das war ein sehr interessanter Tag, weil ich in der Früh einen Anruf bekommen habe aus der Parlamentsdirektion, dass ich mich, wenn es geht, etwas früher einfinden sollte als ausgemacht. Ausgemacht war vor 16:30, also ein paar Minuten davor. Und ich wurde gefragt, ob ich nicht früher kommen kann. Ich weiß nicht wieso, wahrscheinlich wurde damit gerechnet, dass der Herr Klenk nicht so lange gefragt wird und das Ganze sich vorverschiebt, kann ich nicht beurteilen. Ich habe gesagt, ich kann um 16 Uhr kommen, früher geht es nicht, aus terminlichen Gründen. Wie ich dann von zu Hause in die Stadt gefahren bin, sehe ich dann am Handy, Gudenus könnte morgen, also heute am Freitag drankommen. Denke mal, das ist ein bisschen komisch, weil ich hätte auch eine Reise haben können, irgendwo in Österreich oder Termine und es war nicht geplant. Habe die Parlamentsdirektion angerufen und gefragt, was das jetzt auf sich hat. Und die haben gemeint, nein, bitte seien Sie um 16 Uhr da. Das findet statt. Und dann bin ich um 16 Uhr dort gewesen und habe bis 19 Uhr gewartet. In einer Räumlichkeit im Parlament mit meinem Vertrauensmann, meinem Anwalt. Und um 19 Uhr ungefähr bin ich da angekommen. Jetzt wurden Sie da ja schon ziemlich in die Mangel genommen, teilweise von den Abgeordneten. Wie haben Sie das denn empfunden? Ich habe das nicht so empfunden. Ich habe nur von meinem Recht sehr oft Gebrauch gemacht, mich entschlagen zu können. Das kann man tun, wenn Verfahren gegen mich laufen. Und es laufen im Moment 2 Verfahren, nämlich wegen der Vereine und wegen der Casinos, wegen der Bestellung eines Vorstandes. Und in solchen Fällen kann man sich entschlagen. Mhm. Zumal ich ja bei all diesen Verfahren ja noch nicht einmal als Beschuldigter einvernommen wurde. Ich war geplant im März zu einer beschuldigten Einvernahme und im April jeweils, also Vereine und Casinos. Das wurde aber verschoben auf unbestimmte Zeit wegen Corona, weil damals wurden ja alle Gerichtstermine oder Ermittlungstermine abgesagt, wie auch im Prinzip ganz Österreich stillgestanden ist. Und jetzt warte ich auf die nächsten Termine zur Einvernahme. Und bis dahin will ich vor anderen Institutionen nichts sagen. Meine Aussage gilt der Staatsanwaltschaft. Ist natürlich ihr gutes Recht. Dennoch erweckt das natürlich auch ein bisschen den Anschein, oder können Sie nachvollziehen, dass es den Anschein erweckt, als hätten Sie etwas zu verbergen, wenn Sie sich so oft entschlagen? Nein, sicherlich nicht. Und was andere glauben, ist mir relativ schnurzegal. Okay. Vorhin haben wir 2 Zeugen ausgesagt, ja. Nämlich der Florian Klenk, den haben Sie schon angesprochen, ja. Und Hatzi Strache. Mhm. Haben Sie sich die beiden oder haben Sie diese beiden Aussagen eigentlich verfolgt? Haben Sie sich das durchgelesen, was die gesagt haben? Ich habe es nebenbei immer wieder live-tickermäßig also verfolgen lassen. Ich habe Freunde an mich gehabt, die haben das angeschaut. Wie gesagt, ich leiste mir den Luxus, eben weil ich nicht mehr in der Politik bin, nicht alles mitverfolgen zu müssen. Ich habe mir dann immer wieder ein paar Sachen, die auffallend sind bei den Aussagen der beiden Herrschaften, berichten lassen. Aber ich habe jetzt nicht 1:1 alles genau verfolgt und bis jetzt auch nicht. Das werde ich dann vielleicht am Wochenende machen. Hat Strache war ja direkt vor Ihnen dran. Haben Sie ihn eigentlich gesehen im Parlament? Sind Sie in den Saal gegangen bin, in den Ausschusssaal, stand er gerade vor den Medien und hat eine Pressekonferenz gegeben. Und so habe ich ihn gesehen. Verstehe, aber das heißt, Sie haben nicht miteinander gesprochen? Das oder? Ging nicht, weil er war gerade mit den Medien beschäftigt und ich bin hineingegangen. Ja. Rechnen Sie eigentlich damit, dass Sie jetzt noch einmal geladen werden vor den Urschuss, weil Sie sich ja wirklich, wie gesagt, öfters entschlagen haben? Also, mehrere Abgeordnete haben so von sich gegeben, dass wahrscheinlich ich noch mal geladen werde. Das sei Ihnen unbenommen. Der Unterschied ist, ich muss kommen, die Abgeordneten müssen nicht dort sein. Ich habe gemerkt, dass einige Abgeordnete die Sache sehr ernst nehmen und auch wirklich seriös Fragen stellen. Bei manchen habe ich gemerkt, und da frage ich mich, warum diese Abgeordneten drin sitzen, weil sie müssen ja nicht drin sitzen. Es können ja auch andere Abgeordnete geschickt werden seitens der Fraktionen, dass sie sich weder mit der Geschäftsordnung vertraut gemacht haben, noch kapiert haben, was eigentlich der Untersuchungsgegenstand ist. Also da habe ich schon bei ein paar Abgeordneten, bei ein paar wenigen gemerkt, dass sie eigentlich da relativ geschwommen sind, weil sie
nicht gewusst haben, was der Untersuchungsgegenstand ist und auch dann auch nicht gewusst haben, wie ihre Fragen einzuordnen sind. Und das hat mich eigentlich verwundert, weil ich gehe schon davon aus, dass Abgeordnete besser vorbereitet sind. Der Großteil war seriös, gut vorbereitet und haben das Ganze auch ernst genommen. Ja. Sie haben gestern auch von einer Hexenjagd gesprochen in Ihrer Aussage. Mhm. Auf wen beziehen Sie diese Hexenjagd? Ich habe mein Recht in Anspruch genommen, ein Eingangsstatement vorzutragen. Da hat man das Recht, 20 Minuten was einmal ungefragt zu sagen, was man zu sagen hat. Und ich habe gesprochen von einer Hexenjagd in Bezug auf Peter Sidlow, der als Finanzvorstand der Casinos Austria AG gedacht war und auch bestellt wurde, weil er im Prinzip ja für nichts was kann und in den österreichischen Medien und auch seitens der politischen Mitbewerber relativ schlecht und despektierlich behandelt wurde. Und das finde ich einfach nicht gut und das nenne ich Hexenjagd. Mhm. Das war ja ein auch zentraler Punkt der Befragung gestern, eben die Postenbestellung von Peter Sidlow. Da wird ja, oder steht ja der Vorwurf im Raum, dass es da Postenschacher gab, dass er nicht geeignet war für diese Position, dass sie den irgendwie und ihre Kollegen von der FPÖ den reingedrückt hätten. Ist da was dran? Nein, das ist, wie gesagt, das war eigentlich der Hauptgegenstand im Prinzip des Ausschusses, also einer der Hauptgegenstände sicherlich nicht. Es wird ein Vorstand eines Kapitalunternehmens wird von Aufsichtsräten bestellt und von internen Kontrollorganen. Und ich sehe hier seitens der Politik keine, auch rein formell keine Einflussmöglichkeit. Also, das heißt, Sie haben da auf niemanden Einfluss genommen? Sicherlich nicht, nein. Okay. Jetzt wurde ja auch über das Ibiza-Video dort gesprochen. Der Ausschuss heißt ja auch Ibiza-Urschuss, obwohl er sich eigentlich mehrheitlich mit der Kasag, also mit den Casinos, befasst. Da stand auch die Frage im Raum, ob Sie erpresst wurden im Rahmen dieser Videoproduktion. Die Frage ist schon oftmals gestellt und auch beantwortet worden und geklärt worden. Ich wurde nicht erpresst, wurde auch gestern gestellt im Ausschuss. Mhm. Das ist dazu zu sagen. Es sind ja sehr viele Sachen auch in Ihrem Medium. Da gibt es einen Journalisten, dessen Name mir nicht einfällt, weil er relativ unbedeutend ist, der dann immer so komische Sachen produziert. Er gilt auch als Pressesprecher von Heinz-Christian Strache, der immer krude Theorien von sich gibt, völlig schlecht untermauert und meistens ist er relativ frauenfeindlich auch. Er ist ein frauenfeindlicher Mensch. Richard Schmidt heißt er, glaube ich. Aber das ist Ihre Sache, ob Sie Journalisten weiter haben wollen. Jetzt gibt es aber dieses Gerücht, dass Sie in die Erstellung des Videos involviert waren. Das kursiert ja schon länger. Sie sagen, das stimmt nicht. Sie haben mit dem nichts zu tun gehabt und Sie wussten das auch nicht, dass da diese Falle gestellt wurde. Weil es gibt ja zum Beispiel das Gerücht, dass auf diesem Video zu sehen ist, dass Sie dann angeblich in einem Nebenraum fragen, habt ihr alles? Ich kenne dieses Video nicht und es müsste mir mal gezeigt werden, aber ich bin sicherlich nicht in diese Videofalle involviert, nein. Aber wie lief denn dieser Kontakt damals ab zu Oligarchen nicht? Ich weiß, Sie haben das schon oft erzählt und Sie haben es auch gestern im Ausschuss wieder, aber vielleicht können Sie es noch einmal sagen. Wie, wir müssen jetzt nicht ganz weit ausholen. Wenn Sie Zeit haben, dann mache ich es ausführlich. Aber wie kam das zustande? Ja? Und haben Sie dann nie Verdacht geschöpft, dass das irgendwie eine Falle sein könnte? Also ich habe das gestern auch relativ ausführlich geschildert im Ausschuss, weil das ist eine Sache, wo ich ja nicht beschuldigt bin, sondern Zeuge. Da kann ich mich auch nicht entschlagen und das will ich auch nicht. Und habe das auf die Fragen auch relativ ausführlich geschildert. Der Kontakt kam zustande über eine mit uns befreundete Immobilienmaklerin, die mir deswegen vertrauenswürdig vorkam und vorkommt, weil sie erstens mit meiner Frau befreundet ist, weil ich sie kenne und weil sie auch eine Zeit lang ein sehr intimes Verhältnis zu meinem ehemaligen Parteiobmann gehabt hat, zu Arze Strache. Und deswegen war sie für mich relativ vertrauensvoll und unverdächtig. Das sind drei Punkte, die für mich auch ausschlaggebend waren. Und sie hat gesagt, es gibt eine Investorin aus dem Ausland, eine Russin, eine lettische Russin, die eben ein Jagdgrundstück erwerben will. Und so hat das Ganze begonnen. In den ersten Gesprächen, die wir mit der Dame dann geführt haben, wie sie nach Wien gekommen ist, mit dieser vermeintlichen Oligarchin, war schon Thema, erstens einmal, sie will nach Österreich ziehen, sie will ihre Kinder hier zur Schule schicken und sie sucht auch politischen, privaten Kontakt zu Leuten, denen sie vertrauen kann. Und nach Möglichkeit, das ergab sich dann schon am ersten Abend, würde sie auch gerne den Parteichef kennenlernen, Hartz Strache. Es hat sich auch am ersten Abend das Gespräch ergeben, dass sie schon seit 15 Jahren gerne mit ihrem
mit ihren Freunden, auch dem anwesenden Julian H. Immer wieder auf Ibiza fährt gerne und Party macht. Und somit ist, hat das eine das andere ergeben. Es kam dann zu einer Grundstücksbesichtigung bei uns und mittlerweile kamen auch andere Themen auf Tapet, wie Investitionen in Österreich, Geldtransfer aus Lettland, sprich ein EU-Land, nicht Russland, von rund 300 Millionen oder mehr Euro nach Österreich und Investitionen im Rahmen dieses Vermögens. Und ist da je Geld an Sie geflossen? Nein, natürlich nicht. Nein. Da ist, es wurde nie etwas überwiesen von dieser Dame. Nein, nicht zu Grundstück, ja. Da könnte er mal sozusagen auch ein anderer Betrag überwiesen worden sein. Nein. Also Sie haben nie Geld von weder von diesen Oligarchen nicht noch von diesem Julian H. bekommen. Ist ja auch relativ unwahrscheinlich, weil wir wissen, ist das Ganze falsch gewesen. Und somit hätten die auch kein Geld überweisen können. Es wäre nur möglich gewesen, wenn sie echt wäre, wenn sie Geld hätte. Ja, also es ist sozusagen eine Fake-Anzahl. Nein, gar nichts. Nein, es wurde nur gezeigt vom Herrn Mirfagrei, dieser Anwalt, der nicht genannt werden will, aber ich kenne ihn ja und kann das sagen. Es wurde der Frau Markovic ein Überweisungsbeleg gezeigt, wahrscheinlich gefälscht, wieso auch anscheinend die Passkopie gefälscht war, dass schon 6 oder 7 Millionen Euro auf ein Treuhandkonto des Anwalts überwiesen wurden von der Dame, um zu zeigen, das ist echt, das ist also das Anliegen ist echt und das Geld ist auch sauber. Ne? Weil eine österreichische Bank kann nur Geld annehmen, das geprüft ist, und ein Anwalt hat noch erhöhte Sorgfaltspflichten. Das heißt, ein Anwalt, der so eine Summe Geld überwiesen bekommt, muss nach Geldwäsche prüfen, und wenn er einen Verdacht hat, muss er anzeigen. Und somit hat der Anwalt gezeigt, das Geld wurde überwiesen, es ist eingelangt und alles ist sauber. Und das wollte er damit zu verstehen geben. Das hat er Frau Markovic gezeigt und mir und meiner Frau erzählt. Das war einer der vielen Punkte, wo ich mir gedacht habe, was gibt es daran zu zweifeln? Wenn mir ein österreichischer Anwalt, ein eingetragener Anwalt, sagt, das Geld ist da, also eine Anzahlung ist da für alle möglichen Belangen, die Dame ist echt, das ist eine Passkopie, mir persönlich zeigt, besteht für mich eigentlich kein Grund zu zweifeln. Also Sie haben nie in dieser ganzen Zeit irgendwie ein ungutes Gefühl gehabt oder gedacht, dass Sie kommt mal komisch vor? Immer wieder fragt man sich, ja, und dann habe ich eben gefragt nach dem Pass, nach der Identität. Dann wurde mir der Pass gezeigt oder die Passkopie. Und da haben Sie sich gedacht, na, wenn der Anwalt das zeigt, dann war's. Wem soll man noch mehr glauben als an einen österreichischen Anwalt? Ich meine, die haben ja auch viel zu verlieren, wenn sie was Falsches tun. Und das hat er anscheinend gemacht. Jetzt ist ja auch einer der Vorwürfe, der im Raum steht, dass im Rahmen dieses Videos oder das, was da gezeigt wurde, sozusagen diesem Besuch oder dieses Gesprächs in der Finca auf Ibiza, es sich um Korruption handelt, dass da sozusagen auch Gesetzeskauf in Aussicht gestellt wurde. Das bestreiten Sie ja vehement. Das kann ich nicht bestätigen. Wie gesagt, ich bestreite das auch. Es wurden viele Gespräche geführt, deren Inhalt jetzt mir auch nicht so erinnerlich ist. Also ich gehe nicht davon aus, dass da irgendwas Korruptives oder Rechtswidriges am Schluss herauskommt. Es gibt wegen einer Sache Ermittlungen, das ist die Vereinssache, wegen einer Aussage Geld am Rechnungshof vorbeischleusen. Das ist sicherlich nicht eingetroffen bei uns. Das soll ermittelt werden, wird ermittelt, und ich weiß, dass es nicht so ist, dass der Vorwurf nicht stimmt. Und das ist es auch schon. Ja. Wer ja da jetzt im Zuge der Recherchen immer mehr so ein bisschen auch als Drahtzieher des Ganzen in den Fokus kommt, ist der ehemalige Bodyguard von Heinz-Christian Strache, Oliver R. Ja. Inwiefern war der bei dieser ganzen Anbahnung eigentlich involviert? Hatten Sie mit dem Kontakt? War der da irgendwie also bei den Treffen dabei? Nein, bei der Anbahnung null dabei. Null dabei. Nur als dann, wie das Video lanciert wurde, vor über einem Jahr, ist er eher an Heinz-Christian Strache herangetreten, um ihm zu sagen, dass ein Anwalt ihm die Information gegeben hat, dass es da ein Video geben soll. Und dieser Anwalt, den habe ich vorher gerade erwähnt. Mhm. Ja. Jetzt hat der Florian Klenk gestern in seiner Aussage gesagt, er ist der Meinung nach Durchsicht dieses Videos, und er sagt, er hat das ganze Video gesehen, dass da keine K.O.-Tropfen im Spiel waren, dass sie einfach, er hat, glaube ich, gesagt, auf wienerisch angechechert waren, aber dass da keine Drogen im Spiel waren. Sie haben ja immer wieder sozusagen vermutet, dass da sehr wohl irgendetwas ins Glas gemischt wurde. Der Herr Klenk, der aus seiner Ferndiagnose das beurteilen kann, der ist Experte für eh alles. Entschuldigung, was soll das? Ja, ich gehe davon aus,
die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass das passiert ist. Vor allem sind ja keine K.O.-Tropfen in dem Sinne, die man kennt. Einer Dame wird es zugeführt und sie wird vergewaltigt und sie wird sozusagen schläfrig gemacht und willenlos gemacht. Sondern es gibt ja da Abstufungen. Es gibt auch Tropfen in der Art, dass man einfach gesprächig wird oder Blödsinn redet und wacher wird eigentlich und in irgendeiner Weise betört ist. Ja? Und nicht, dass man einschläft und sich vergewaltigen lässt. Das ist, solche K.O.-Tropfen waren das sicherlich nicht. Da kennt sich der Herr Klenk wahrscheinlich aus, aber davon reden wir ja nicht. Ne? Ich finde auch völlig absurd, so eine Ferndiagnose von Herrn Klenk gewesen das eigentlich. Aber Sie sind der Meinung, Ihnen wurde irgendwas reingemischt? Das ist relativ wahrscheinlich, weil es aus dem Umfeld von Herrn Hessenthaler ist bekannt, nämlich seine Komplizen in anderen Fällen, ob die da jetzt für Ibiza dabei waren, soll geklärt werden, das weiß ich nicht. Aber sie haben schon in den Jahren davor Dinge mit ihm gedreht. Da ging es darum, Wirtschaftsbosse mit denselben Methoden wie bei uns im Endeffekt zu Fall zu bringen. Ja? Mit Methoden der Zuführung von Drogen und dergleichen. Und die haben gesagt, ja, das war immer der Fall, damit man sie gesprächig macht und sie Blödsinn reden lässt. Wurde das zugeführt. Damit so eine Videofalle auch Sinn macht. Mhm. Ja? Soll eigentlich Ihrer Meinung nach jetzt das gesamte Video dem Urschuss übergeben werden? Das fordern ja die 13 Abgeordneten dort. Schauen Sie, ganz offen, in meinem Interesse ist es nicht. Warum? Ich bin dafür, dass die Staatsanwaltschaft das klärt und anschaut. Das tut sie ja auch oder hat sie schon. Und darum geht es ja. Ja, damit habe ich überhaupt kein Problem. Aber ich habe ein Problem damit, dass ein im Prinzip privater Abend mit stundenlangen Situationen und Gesprächen und auch nicht ganz lustigen Bildern oder doch lustigen Bildern, wie man, je nachdem wie man sieht, einer gewissen Öffentlichkeit zugeführt wird. Das kann nicht mein Interesse sein. Und da poche ich schon darauf, dass es auch Privats- und Persönlichkeitsrechte gibt und das Recht aufs eigene Bild. Auch der Herr Strache hat seine Meinung geändert mittlerweile. Er hat ein Jahr lang gesagt, das Video muss raus und der Öffentlichkeit gezeigt werden. Und jetzt sagt er, nein, lieber doch nicht. Oder nur teilweise. Oder nur der Staatsanwaltschaft. Das ist ein, er hat Recht. Warum? Weil solche Bilder für die Öffentlichkeit nicht gedacht sind. Kein Mensch hat Lust. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen lustigen Urlaubsabend und trinken ein paar Gläser zu viel und vielleicht wird was zugeführt, was Sie nicht wissen. Man redet viel Blödsinn, geriert sich ein Bild nicht sehr angenehm, das soll auch keiner sehen. Ja, man rechnet auch damit, nicht damit, dass gefilmt wird und zugeschaut wird und das wird der Öffentlichkeit präsentiert. Das ist doch bitte einen an den Pranger stellen. Das ist wie geteert und gefedert. Das will doch kein Mensch. Und das, darauf poche ich auch. Die Staatsanwaltschaft ja. Und sofern sie diskret handelt, und das hat sie, muss ich auch sagen, die Staatsanwaltschaft und die Ermittlungsbehörden haben in der Ermittlung rund um die Entstehung des Ibiza-Videos wirklich, glaube ich, gut ermittelt und sehr diskret ermittelt. Und das wird auch so bleiben. Und das, da habe ich höchstes Vertrauen. Aber ich habe doch keine Lust, dass das Parteienvertreter, vor allem von Parteien, die nur das Schlimmste uns wünschen und wollen, das haben wir auch gestern gemerkt, und das Schlimmste unterstellen, dass sie sowas sehen. Mhm. Ja. Wie war es eigentlich für Sie, apropos, weil Sie gerade über die Parteien sprechen, von Ihren ehemaligen Parteikollegen dann sozusagen befragt zu werden? Es sind ja auch drei Vertreter der FPÖ in diesem Ausschuss. Nein, das waren auch sehr harte Fragen. Ja, muss ich sagen. Also aber war das komisch für Sie? Sie kennen die ja alle gut. Ja, ich habe damit gerechnet. Also ich gehe schon damit auch mit einer Erwartungshaltung rein, dass ich schon mit harten Fragen rechne. Und zwar insofern auch vorbereitet, auch mental. Ja. Wenn dieses Video veröffentlicht wird, würden Sie dann eigentlich rechtlich dagegen vorgehen? Wenn es Möglichkeiten gibt, rechtlich vorzugehen, das kann ich noch nicht beurteilen. Das müssen meine Anwälte beurteilen. Okay. Ja. Abschließend noch zum Urschuss. Was erwarten Sie sich eigentlich, was bei diesem Urschuss rauskommt? Was glauben Sie, was der für ein Ergebnis haben wird? Ja, meistens sehr viel Profilierung einzelner Abgeordneter oder Parteien, die sich hier als Großinquisitoren aufspielen, in Wahrheit überhaupt keine Ahnung haben und sich irrsinnig mächtig vorkommen, dass sie unzählig viele Ermittlungsakte bekommen und sogar Telefonprotokolle der beschlagnahmten Handys und somit sich irrsinnig mächtig und allwissend fühlen und in Wirklichkeit wahrscheinlich deswegen, weil sie zu Hause so klein sind, sich dann im Ausschuss so groß aufspielen. Ja. Das ist bei manchen so, bei meisten sind seriös. Da wird man mit Fragen konfrontiert. Sie haben am 17.06.2016 folgende SMS bekommen vom Herrn X.
was hat er damit gemeint und warum haben sie so geantwortet? Und diese SMS sieht man zum ersten Mal in dem AU-Ausschuss, außer halt damals, wo es geschrieben wurde. Und wie Sie sich denken können, man schreibt sehr viel bei SMS, WhatsApp, Signal, Telegram und vor allem als Politiker noch mehr. Und dann wird man plötzlich konfrontiert und soll dazu eine Auskunft geben. Und wenn man sagt, ich weiß es nicht mehr oder ich kann dazu nichts sagen, dann gilt das gleich als verdächtig oder als Ausflucht. Und das ist einfach primitiv. Es ist höchst primitiv, ehrlich gesagt. Und ich bin bass erstaunt über, ja, wie man sagen, das kombinatorische Vermögen einzelner Abgeordneter, wie das möglich sein kann, so dumme Fragen zu stellen. Die meisten waren in Ordnung, aber manche waren wirklich schnurzdeppert. Die haben sie geärgert. Ja, sie haben sich selbst geärgert, glaube ich. Okay. Ich würde ganz zum Schluss gerne noch zu einem anderen Thema kommen. Es sind am Wochenende neue Vorwürfe gegen Heinz-Christian Strache aufgetaucht. Da sind auch Bilder veröffentlicht worden von Privatflügen, von ihm in Privatflugzeugen, scheinbar zu privaten Urlaubsreisen. Haben Sie das eigentlich, Sie waren ja auch befreundet mit ihm, mitbekommen, dass er da öfters im Privatjet durch die Weltgeschichte gereist ist? Nein, habe ich nicht mitbekommen. Nein, habe ich nicht. Nein. Sie waren auch nie bei einem dieser Privatflüge dabei, weil es gibt ja Bilder, wo beispielsweise der ehemalige Innenminister Herbert Kickl auch in einem dieser Privatflieger sitzt. Da gab es anscheinend einen gemeinsamen Flug nach Kärnten. Sie sind nie mit HC Strache in einem dieser Flüger gesessen. Wenn, waren Sie beruflich verbunden, die Flüge. Aber so privat sicherlich nicht. Aber privat nicht. Nein. Ja, aber nein. Beruflich gab es Flüge mit Privatfliegern. Vielleicht ein, zwei Mal maximal. Ja. War auf jeden Fall beruflich. Ja. Aber sonst immer mit dem normalen Flieger. Okay. Ja. Wer hat diese Flüge gezahlt? Das wurde von der Partei gezahlt, logischerweise, ja. Mhm. Ja. Und ganz zum Schluss noch, ebenfalls Vorwürfe sind aufgetaucht rund um eine Wiener Privatklinik. Mhm. Da steht der Vorwurf im Raum, dass hier Geld an die Partei oder HC Strache geflossen ist, im Gegenzug dafür, dass sozusagen positive Gesetze dann nachher auch für diese Privatklinik dann umgesetzt wurden. Haben Sie das mitbekommen in Ihrer politischen Zeit? Habe ich nicht mitbekommen. Ich kenne die Vorwürfe aus den Medien. Es kursieren ja seit dem Regierungswechsel vor einem Jahr und unseren Rücktritten kursieren ja viele Gerüchte, sind viele Gerüchte aufgebrochen, die mir dann eben als Gerücht bewusst geworden sind und jetzt aufgrund der Ermittlungen und Medienberichte. Aber ich wusste damals nichts davon. Nein. Ich kenne auch die genannten Personen wie Gerd Müller, sind mir persönlich, also bewusst nicht bekannt. Mhm. Ich kann nicht ausschließen, dass mir die eine oder andere Person über den Weg gelaufen ist, das ist ja, aber bewusst kenne ich die Person nicht. Nein. Und wenn Sie all diese Vorwürfe jetzt lesen, hören, die dann in den letzten Monaten und im letzten Jahr auch gegen HC Strache bekannt geworden sind, war HC Strache Ihrer Meinung nach korrupt? Das ist jetzt ein Gegenstand der Ermittlungen. Ja? Und das gilt die Unschuldsvermutung. Ich habe ihn als korrupten Menschen nicht gekannt. Mhm. Ja. Herr Gudenus, vielen Dank für den Besuch im Studio. Wir machen eine ganz kurze Werbepause, sind dann gleich zurück. Dann ist Marielle Ngosso gleich bei mir zu Gast. Die ist SPÖ-Bezirksrätin im 1. Bezirk in Wien. Aber, das ist nicht der Grund, warum sie heute hier ist, sie ist vor allem die Veranstalterin gestern gewesen von einer Antirassismus-Demo Black Lives Matter. 50.000 Menschen sind da gekommen, mit 3.000 hat man ursprünglich nur gerechnet. Wie sie das erlebt hat, diesen Ansturm, und was sie auch zur Kritik sagt, dass da der Mindestabstand nicht eingehalten wurde. Dazu gleich mehr mit Marielle Ngosso.